Ins Bett oder aufs Sofa kuscheln vielleicht, war das nie so wichtig wie während des Covid-Lockdowns oder in Zeiten von Social Distancing. Irgendwie logisch, dass die am Kuscheln beteiligten Textilien schadstofffrei sein sollten. Immer mehr Bedeutung gewinnt allerdings die Nachhaltigkeit. Von der Rohmaterialproduktion bis hin zur Verwertung nach dem Produktleben. Einige der besten Beispiele hat die britische Trendagentur Franklin Till für den Trendbereich der Fachmesse Heimtextil recherchiert. One of the key examples as part of the continuous theme is Smile Plastics. Eines der wichtigsten Beispiele ist Smile Plastics, ein Unternehmen mit Sitz in Großbritannien. Das Unternehmen recycelt Kunststoffe immer wieder ohne Qualitätsverlust. Aber sie denken auch über das Design nach. Sie entwerfen modulare Teile, die auseinandergenommen werden können. Wenn also etwas kaputt ist, können sie es im Grunde ersetzen. Dann gibt es ein unglaubliches Studio mit Sitz in Großbritannien, Giles Miller. Sie verwenden Nebenprodukte von Kaffee, Knoblauch und Hanf und sie schaffen diese Bio-Verbundstoffe. Und es ist wirklich unglaublich, wie die entworfen und hergestellt werden. Noch sind solche komplett auf Nachhaltigkeit getrimmten Materialien oft von kleineren, stark spezialisierten Unternehmen. Aber nicht immer. Im Grunde sind die Beispiele hier auch hochskalierbar für hohe Produktionszahlen. Ob Dämmstoffe aus Algen oder Textilien hergestellt und gefärbt mit Produktionsabfällen, alles auf hohem Qualitätsniveau möglich. Wir haben hunderte Beispiele für Kreislaufmaterialinnovationen in verschiedenen Branchen gefunden, insbesondere in den Bereichen Innenarchitektur und Textilien. Indem wir hier Designer, Hersteller und Materialinnovatoren an einem Ort zusammenbringen, hoffen wir, diese Ressource, diese Materialbibliothek für Kreislaufmaterialinnovationen zur Verfügung zu stellen, die den Fachbesuchern Inspiration und Information bietet, um auf Kreislaufmodelle umsteigen zu können. Verstanden haben das rund 300 Unternehmen, die Bernd Müller von Consulting Service International für die Heimtextil unter den Ausstellern herausgesucht hat. Interessant dabei, die kommen nicht nur aus Europa nach Frankfurt. Aber es ist schon sehr auffällig, dass viele Unternehmen gerade auch aus Asien kommen, auch Länder, die man völlig unterschätzt, wie zum Beispiel Pakistan, ja, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, oder Indien auch. Gut, Indien ist sehr, sehr bekannt, vor allem eben für Biobaumwolle. Aber das sind Länder, die sehr gut aufgestellt sind mittlerweile und die auch wirklich sehr ernsthaft betreiben und das auch nachweisen können über Standards und Zertifikate. Die Messe als internationale Tauschbörse also nicht nur für den Handel mit Produkten und Designs, sondern auch für das Netzwerken zu Ideen und Möglichkeiten. Wir haben 2400 Aussteller. Wir werden Teilnehmer aus 120 Ländern hier in Frankfurt begrüßen können. Die Leute wollen sich wieder austauschen, die wollen die Materialien fühlen, testen. Sie wollen einfach sich über neue Transformationen auch in der Textil- und Modeindustrie austauschen. Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf knapp 10 Milliarden Menschen anwachsen, laut Prognosen. Fast alle wollen sich zum Schlafen zudecken oder den Kopf auf ein Kissen betten. Nachhaltigkeit ist also bei Heimtextilien keine Option mehr, sondern eigentlich schon Pflicht.